mit dem E-Bike unterwegs und habe jetzt hier ein Pärchen getroffen. Sehr interessant, die sind aus der Nähe von Kiel und sind schon seit wie lange? Seit einem Jahr genau. Seit einem Jahr mit dem Rad unterwegs. Der Urlaub nähert sich jetzt langsam dem Ende. Ne? Sie müssen wieder zurück nach Kiel. Fahrt ihr da auch wieder mit dem Fahrrad? Ja, also mit dem Fahrrad wieder von hier. Über Xanten wahrscheinlich auch, ne? Nach Kiel. Und das sind Jenny und Moritz. Und ist schon Wahnsinn. Was hat euch denn so motiviert, so eine Tour zu machen? Wir sind schon immer gern gereist. Ja. Aber so mit dem Fahrrad kam die Idee tatsächlich spontan, so ziemlich zufällig. Ja, da waren wir, glaube ich, im Corona-Lockdown und haben irgendwie gesehen, dass es andere Leute gemacht haben. Ja. Und dachten wir uns, wir reisen gerne und wollen uns auch viel Zeit nehmen, aber mit dem Flugzeug, das will man eigentlich nicht so unterstützen. Also haben wir uns gedacht, mit dem Fahrrad kommt man schön voran, man spart auch eine Menge Geld, weil man, wir zelten meistens draußen. Ja. Braucht man im Prinzip nur Geld für Essen und dann haben wir uns entschieden, Job zu kündigen und uns dann Zeit zu nehmen. Ach, habt ihr direkt richtig gekündigt auch? Ja, toll, zwei Ziele gesetzt. Wir wollten einmal nach Istanbul, so zur Grenze nach Asien zwischen, und dann haben wir uns gedacht, wir wollen auch nach Spanien. Ja. Das waren die zwei Punkte. Ja, und die haben wir dann abgearbeitet und die ganzen Länder dazwischen dann gesehen und bereist. Und ja, toll. Das ist auch der Unterschied, wenn man mit dem Fahrrad reist. Weil lernt man viel mehr kennen, ne? Genau, man hat viel mehr von der Landschaft, man trifft halt zufällig irgendwelche Leute. Und ja, genau. Ihr müsst da hingehen, wollt ihr da vorbei, schau da, ist das hüpfen, dann ändert man halt die Route. Ja. Und das ist ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man mit dem Auto irgendwie... Ja, ist praktisch das, was ich gerade gesagt habe, man lernt Leute kennen beim Fahrradfahren, ne? Zufallsbekanntschaften, ne? Ja. Nur unsere Bekanntschaft ist jetzt im Kleinen und ihr habt das im Großen gemacht, ne? Ja, toll, finde ich klasse. Und welche, wo habt ihr besondere Erfahrungen gemacht? Irgendwie so eine Pointe oder so eine besonders schöne Begebenheit oder was euch besonders im Gedächtnis bleibt? Also für mich ist das krass, dass es wirklich, egal in welchem Land man war, alle Leute waren freundlich. Ja. Also uns ist tatsächlich nichts passiert. Natürlich, wenn man draußen irgendwie ganz alleine ist, hat man ab und zu mal Angst. Weil am Anfang war es halt recht schwer. Aber man trifft dann wirklich nur nette Leute und dann macht das einfach nur Spaß und man hat irgendwie so, es ist schön, die Erde doch so zu sehen, dass es irgendwie friedlich und alle. Ja. Und ich fand, im Süden von Frankreich haben wir zufällig, das war gerade am Abend, haben wir nach einem Schlafplatz gesucht und dann ist uns ein Pärchen mit einem Hund entgegengekommen und dann sind wir ins Gespräch gekommen, meinten, wir suchen dort einen Platz zum Zelten. Dann meinten sie, dann kommt doch mit, ihr könnt bei uns im Garten schlafen. Dann sind wir mit ihnen zusammen dann zu der Mutter von gegangen und die meinte dann gleich, kommt doch ins Haus rein, es soll in der Nacht stürmen. Und dann haben wir da zwei ganze Tage verbracht und mit denen zusammen gespielt und eine nette Zeit gehabt. Das Pärchen kam aus Belgien und dann haben wir unsere Tour auch so hingelegt, dass wir durch Gent nochmal durchgefahren sind. Haben wir sie nochmal besucht. Ja, letzte Woche haben wir die dann nochmal ein zweites Mal besucht und danach auch noch den Bruder besucht. Ja. Also haben wir dann, Freunde kennengelernt und das ist irgendwie das Schöne am Reisen. Man lernt fremde Leute kennen und dann freundet man sich mit den anderen. Und die Sprachbarriere, ich sag mal, Türkei und Spanien und so ist ja nicht, ne? Spricht ja jetzt nicht jeder fließend Spanisch oder Türkisch, ne? Nee. Seid ihr mit Englisch oder mit Deutsch? Mit Englisch ganz gut. Ja. Und in der Türkei haben auch die Leute von sich aus häufiger mal das Handy rausgeholt und über Google Übersetzer dann mit einem gesprochen. Das ging auch ganz gut. Ja, ist die Hauptsache, ne? Ja. Immer noch mit Händen und Füßen, also Wasser trinken. Und so. Ja. Körpersprache. Genau, ja. Und wie lange seid ihr jetzt noch unterwegs bisher? Von wo, oder von, sagen wir mal anders, wohin geht es jetzt von hier aus erstmal? Also wir wollen meine Verwandtschaft nochmal besuchen, die ist in der Nähe von Hannover. Ja. Also haben wir unsere Route so durch Hannover gelegt und danach geht es Jennys Familie ist aus Hamburg, die besuchen wir dann. Ja. Und danach geht es dann. Ja. Geht's zu meiner Familie. Und wie lange braucht ihr noch, bis ihr wieder zu Hause seid? Wahrscheinlich zwei Wochen.
2 Wochen ist doch nicht so lange, ne? Nee, jetzt. Für so eine Strecke mit den Zwischenbesuchen noch, ne? Ja. Ja, habt ihr elektrische Räder oder? Nee. Alles mit Muskelkraft nur. Toll. Man lernt sich neu kennen. Ja, ja, ja. Und jetzt macht er hier gerade Pause und, ne, und wollt was essen, ne? Genau. Denke ich mal, ja. Ja. Ja, alles klar. Das fand ich schön jetzt, unsere Begegnung. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine tolle Heimreise. Ne, kommt gesund zu Hause an. Und ihr habt ja jetzt mein Kerlchen. Schreibt doch einfach mal, wenn ihr wieder zu Hause seid. Ja, ne? Alles klar. Dann danke ich euch für das Interview und wünsche euch noch gute Fahrt. Oh, danke schön.